Ein, naja, jedenfalls aus juristischer Sicht, sehr schöner Fall aus der Praxis. Ein Kamerad verklagt nämlich hier einen anderen Kameraden auf fast 17.000 Euro Schmerzensgeld. Hi, ich bin Markus, Rechtsanwalt und Feuerwehrmann, und wir schauen uns einfach mal genauer an, was denn hier vorgefallen ist. Ein Kamerad wollte ein Feuerwehrfahrzeug durch den engen Hofeinfahrtsbereich der Feuerwache fahren. Dort stand ein Kamerad mit dem Rücken zum sich annähernden Feuerwehrfahrzeug und bemerkte dieses jetzt offenbar nicht. Der Maschinist betätigte daraufhin kurz die Hupe aus ca. 4 Metern Entfernung, was zu 18-monatiger Dienstunfähigkeit, einem Hörschaden, einem Tinnitus und in der Folge sogar zu einem Grad der Behinderung von 30 bei diesem Kameraden führte. Die Klage auf Schadensersatz wurde jetzt im Endeffekt aber abgewiesen. Die rechtliche Begründung, warum das so geschehen ist, hatten wir auf dem Kanal hier auch schon öfter vorgestellt. Es gibt in § 105 Sozialgesetzbuch 7 einen Haftungsausschluss, wenn durch eine betriebliche Tätigkeit ein Versicherungsfall vom Versicherten desselben Betriebes verursacht wird. Dies war hier der Fall, da es sich um einen Kameraden aus der gleichen Feuerwehr gehandelt hat. Nur wenn der hupende Kamerad vorsätzlich gehandelt hätte, dann hätte der verletzte Kamerad Schmerzensgeld geltend machen können. Vorsätzlich, also absichtlich, hätte der hupende Kamerad aber sowohl die Verletzungshandlung, also das Hupen an sich, als auch den Verletzungserfolg, also die konkreten Verletzungen herbeiführen müssen. Jedenfalls letzteres läge nach Ansicht des Gerichts nicht vor und deswegen hat das Gericht aus meiner Sicht vollkommen zu Recht die Klage auch abgewiesen. Was denkt ihr denn dazu? Darf ein Kamerad einen anderen Kameraden verklagen? Lasst uns gerne in den Kommentaren wissen und folgt dem Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen.